Nachdem für viele Teams spielfreie Osterwochenende und dem leider gescheiterten Rekordversuch in Kassel sind wir wieder zurück mit Spieltag 30 der Lotto Hessen Liga. Willkommen zur Torshow. Wir starten mit dem Spiel der Woche. Hessen-Kassel empfängt Rot-Weiß Hadamar. Aus 16.000 werden wieder 1.400. Auch eine gute Kulisse, keine Frage. Doch die angereisten KSV-Fans müssen zu Beginn des Spiels mit ansehen, wie Hadamar hier das 1:0 macht. Jerome Tsai macht das Tor, hat wirklich einen Lauf in den letzten Wochen. Nun auch nach Tipp hoffentlich richtig ausgesprochen. Wachgerüttelt vom Gegentreffer wird Kassel jetzt aber stärker. Lassen den Rückstand nicht lange auf sich sitzen. Durcheinander im 16er und am Ende behält Schmär die Übersicht im Getümmel. Das ist der schnelle Ausgleich. Sebastian Schmär hat damit endgültig bewiesen, dass seine Durststrecke beendet ist. Trifft im dritten Spiel in Folge für seinen KSV. Zweiter Abschnitt, wir machen weiter mit diesem Freistoß für Hadamar. Kassel bekommt die Pille nicht aus dem 16er, Rot-Weiß bleibt dran. Kurze Verwirrung bei allen in Rot, aber nicht bei Mirko Diemter, der behält hier die Übersicht und schlägt zu. Die Fürstenstädter sind wieder in Front. Nachdem Dennis Winter nach knapp 80 Minuten gelb-rot sieht, drückt Kassel nochmal auf den Ausgleich, müssen sich aber bis in die 90. Minute gedulden, bis Marco David uns da den fliegenden Holländer macht. Klasse Tor! Kassel sichert sich ganz spät gegen Hadamar einen Punkt, muss aber dennoch im Kampf um den Aufstieg einen zumindest kleinen Rückschlag hier einstecken. Nach dem spektakulären Aufschwung zum Beginn des Jahres konnte der SV Buchonia zuletzt zweimal in Folge nicht gewinnen. Heute ist Griesheim zu Gast. Und das nenne ich mal einen Abstiegskracher. Beide können den Dreier gut gebrauchen. 10 Minuten gespielt, der SC führt. Michael Hudek heißt der Torschütze, kam im Winter von Arminia Hannover zur Viktoria. Beide Mannschaften begegnen sich hier aber auf Augenhöhe. So dauert es nicht lange, bis die Fliedener hier gefährlich vor das Tor kommen. Röhrig zieht in den 16er, Außenrisspass und Schaub ist da. Der staubt ab, der Ausgleich in diesem rasanten Spiel. Immer noch der erste Abschnitt, jetzt aber wieder die Gäste. Michael Hudek schon wieder da am Ball, zimmert den ins lange Eck. Der alte Abstand steht wieder und dieses Tor reicht. Hudek böllert seine Mannschaft zum ganz, ganz wichtigen Sieg im Tabellenkeller. Nur die Tordifferenz hindert die Zwiebelstädter noch an einem Nicht-Abstiegsplatz. In Neu-Isenburg kann der FV Bad Vilbel mit einem Dreier heute sich noch weiter von den Abstiegsrängen distanzieren, bis auf den 10. Rang klettern. Doch zu Beginn kommt alles anders. Gelb-Rot nach 40 gespielten Minuten für Oleg Huwa. Und es gibt Freistoß aus einer sehr guten Position. Bei den 0-3ern heute ein Job für Katsuki Kamikawa. Jo, kann man mal so machen. Was ein Brett. Der Doppelschlag für den FV, Gelb-Rot und Gegentreffer. Die erste Halbzeit war bis dahin eigentlich ausgeglichen. Die Spielvereinigung spielt hier aber mit großer Lust am Sport und darf kurz vor der Pause kontern über Carlos McCrary. Der lässt einen stehen, tunnelt den nächsten und schon steht's hier 2:0. Ja, was ist hier denn los? Das Tabellenschlusslicht führt doppelt und ist ein Mann mehr. Das muss doch für den Sieg reichen, oder? Wir warten es mal ab, denn gegen Ende der zweiten Halbzeit haben die Wetterauer hier das Spiel mit 10 Mann unter Kontrolle. Und dann geht das hier viel zu leicht, auch wenn Emmel das im Abschluss natürlich überragend löst. Dennoch, so kannst du gegen Bad Vilbel nicht verteidigen. Und jetzt arbeitet der Kopf bei den Hausherren, die zittern dem Abpfiff entgegen. Aber noch sind 10 Minuten zu gehen. Langer Ball in die Spitze, alle sind ausgespielt. Der Keeper fällt wie eine Bahnschranke und der Zug, der fährt durch. Maxi Brauburger gleicht hier aus. Dafür habe ich nur ein Wort. Wahnsinn!
Doch das Spiel, das ist ja noch nicht rum. Neu-Isenburg bekommt gar keinen Fuß mehr auf den Boden. Und so scheint es, als dürfe der Gast nun alles machen. Knauer mit dem Lupfer. Pejic ebenfalls mit dem Lupfer. Und Tim Tilber, ja, der geht auf Nummer sicher und drückt den rein. Unglaublich, der FV Bad Vilbel gewinnt gegen Neu-Isenburg in Unterzahl und macht mit 10 Mann einen 2:0 Rückstand wett. In vielen Teilen Hessens regnet es heute Hunde und Katzen. In Eddersheim, da strahlt die Sonne. Fragen Sie mich nicht, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall ist Baunatal nach dem verlorenen Nordderby zu Gast und bekommt nach rund 20 Minuten einen Elfmeter gegen sich. Den Turgay Akbulut natürlich verwandelt. Sein erster Streich in diesem Spiel. Für beide Teams geht es ja um nicht mehr viel in diesem Jahr. Es ist aber ein Kampf um den 6. Tabellenplatz. Eddersheim könnte mit einem Sieg heute am KSV vorbeispringen. Nächster Elfer in der Schlussphase. Wieder macht ihn Akbulut und wieder ist er drin. 25 Buden jetzt für Turgay Akbulut. Der ist offensichtlich heiß auf die Torjägerkanone. Kurz vor dem Abpfiff macht Eddersheim das Ergebnis sogar noch deutlicher, spiegelt zwar den Spielverlauf nicht wieder, liest sich aber richtig gut. Akbulut mit dem Pass des Todes und Fabian Lifka macht das Tor. 3:0 am Ende, der FCE ist neuer Sechster. Der Abstiegskampf dominiert die Liga und so ist es nicht verwunderlich, dass wir noch so einen Abstiegskracher vor der Brust haben. Lohfelden bekommt es mit TGF zu tun und wird hier von den Hausherren nach allen Regeln der Kunst schwindelig gespielt. Das 1:0 nach gerade einmal 6 Spielminuten durch Zurkulic, für ihn schon der 6. Treffer in der laufenden Spielzeit. Kleiner Sprung in die 28. Lohfelden hat hier alles im Griff. Das ist Moritz Meuser, ist da nicht zu fassen für die Friedberger Hintermannschaft und legt präzise auf Munir Bukuta ab, der die Pille humorlos im Netz versenkt. Das Auf und Ab bei TGF, es geht wohl weiter. Heute sieht es nach der 5. Niederlage im 6. Spiel in Folge aus. Dieser Eindruck bestätigt sich dann in der 34. Der FSC wird einfach nicht entscheidend genug angegangen, darf per Freifahrtschein in die Gefahrenzone eindringen und dann reichen ein paar einfache Pässe, um Okan Gül zu finden. 3:0 Lohfelden kann feiern, machen mit diesem Sieg heute einen Monsterschritt in Richtung Klassenerhalt. Im zweiten Spielabschnitt fallen noch 2 weitere Tore. Das erste davon ist ein Zungenschnalzer und muss genossen werden. Alle zusammen jetzt bitte. Was ein Strahl, ey. Schläft wohl nachts bei den Pferden mit so einem Huf. Die Entscheidung in diesem Spiel. In der Nachspielzeit macht Massé Belbel, der Aufstiegsheld gegen Fernwald, noch das 1:4. Doch das ist nur Ergebniskosmetik. Lohfelden siegt und ist nun mit 37 Zählern auf dem Konto fast durch. Schiedwetter in Waldgirmes. Schön geht anders, aber dafür treffen hier 2 gute Teams aufeinander. Der SC empfängt nämlich die Barockstadt, die durch Marius Strangel nach 23 Minuten hier in Führung geht. Strangel trifft zum 3. Mal, steht für den fehlenden Rummel heute wieder in der Startformation. Die SGB ist hier das bessere Team, haben über 90 Minuten auch die zwingenderen Chancen, verwerten aber mal wieder nicht und kassieren kurz nach dem Führungstor auch den Ausgleich. Tolga Duran hat's gemacht, der die Punkteteilung damit besiegelt. Endstand hier 1:1. Beim HSV denkt man sicher nicht gerne an das Hinspiel gegen den FC Gießen zurück. 7:0 ging das nämlich für den Tabellenführer aus. Und auch heute kommt der FCG druckvoll in dieses Spiel. Notbremse Hünfeld, Folge Elfmeter und Rot für Niklas Rehm. Timo Cecen, der Mann für den Schuss vom Punkt, zieht bekanntermaßen schneller als sein Schatten. Auch der Ball sitzt. Gießen zementiert die Titelansprüche.
Aber, und das will ich hier ausdrücklich erwähnen, die Hünfelder machen das über 80 Minuten in Unterzahl außerordentlich gut, kassieren erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit noch 2 Tore und müssen sich schlussendlich doch geschlagen geben. Markus Müller trifft dann in der 90. noch per Kopf zum 3:0 Endstand und lässt eine ganze Stadt vom Titel und vom Aufstieg träumen, der nächste Woche zu Hause gegen Lohfelden Realität werden könnte. Zum Abschluss geht's noch nach Battenberg. Alzenau ist zu Gast und hier regnet es heftig und nicht nur Wasser, sondern auch Tore. Bam! Gianluca Alessandro hämmert den ins lange Eck. Toller Treffer. Alzenau nach nur 2 Minuten on top. In der 10. macht Alzenau dann hier eigentlich schon alles klar. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Kopie des Treffers von eben, ist aber ein Original von Alessandro. Yo, kann man sich auch ins Museum hängen, seinen zweiten Treffer. Alzenau meldet sich zurück im Rennen um Platz 2. Wegen des krassen Regens fehlt uns leider Treffer 3 von Hedon Celista. Dafür haben wir aber noch diesen Köpfer von Milosevic im Gepäck. 4:0 ist auch der Endstand. Da gab's nichts zu holen für den FCE in diesem Spiel. Alzenau bleibt mit den 3 Punkten an Kassel dran. So, Spieltag 30 steht somit in den Büchern. Hier nochmal alle Spiele in der Übersicht. In der oberen Tabellenhälfte bleibt es spannend im Rennen um Platz 2. Eddersheim ist neuer Sechster. Unten ziehen die Kontrahenten die Daunenjacken langsam aus. Es wird punktetechnisch kuschelig. Bei den Torjägern ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Celista oder Akbulut, was sagt ihr? Wer wird eurer Meinung nach der Sieger? Und damit sind wir am Ende angelangt. Vergesst nicht, unsere App für Android und iOS abzuchecken. Und dann sehen wir uns kommende Woche wieder zu Hessens höchster Spielklasse, der Lotto Hessenliga. Bis dahin, machen Sie's gut.